So, weiter geht's mit der nächsten Hauptmission. Der Geisterstein schlummert und es gibt 2, 4, 6, 8 Kodamas, die teilweise sehr gut versteckt sind. Aber ich bin mir sicher, wir werden die bestimmt alle finden. Die Mission hat übrigens auch zwei Bosse. Brauchen halt noch ein paar Level, bis dann der Kodama-Radar endlich funktioniert. So, starten mit der ersten Mission. Machen wir hier gleich mal den Schrein an. Ja, wie gesagt, Level geht noch nicht. Wir brauchen noch zwei Level in Fähigkeit. Dann können wir endlich den Kodama-Radar nutzen. Das Feuer werden wir auch öfters verwenden, dass wir schön Magiepunkte bekommen. Läuft. Ah, da oben können wir noch looten. Da sieht man schon den ersten Kodama. Den unbedingt wegballern, der nervt euch dann nur. Oh, der Kodama, da geht sogar schon. Und tschüss. Ein Ichimochi haben wir bekommen, oder wie man das auch nennt. Ich glaube, das können wir vielleicht wegmachen. Nehmen wir das mal mit. Du wolltest mich töten. Ich hab dich dafür getötet. Und tschüss. Da hat er schon auf uns gelauert. Da hat er schon auf uns gelauert. Immer diese Ninja, ne? Unglaublich. Feindradar haben wir, ne? Da
wird uns auch schon der nächste Kodama wieder angezeigt. Da beim Baum hockt er. Klappt es? Ja, klappt. Haha. Easy. Nächste Kodama wird uns auch schon wieder angezeigt. Der ist hier hinter den Kisten, vermute ich. Wir haben schon Nummer 3 gefunden, ne? Das Wasser tun wir dann, würde ich sagen, wenn wir die Ränder gemacht haben, zum Schluss uns angucken. Das war doof gemacht. Ich glaube, oben lauert schon der nächste Gegner. Der ist weg. Der ist auch weg. Haha. Schnappen wir uns mal den hier. Und tschüss. Oh, ist viel zu einfach, das Level bis jetzt. Ich glaube, hier geht es zum Boss, ne? Ich glaube, da brauchen wir aber erst noch den Schlüssel. Ich glaube, der Schlüssel ist hier hinten. Ich glaube, da liegt der Schlüssel. Ja. Jetzt könnten wir theoretisch schon zum Boss gehen, das wollen wir aber natürlich noch nicht. Haben wir hier in den Level noch einiges zum Erkunden. Können wir den Schlüssel hier auch verwenden? Ja. Hätten wir jetzt einen neuen Schrein. Hui. Die tun ganz viel Aua machen. Mögen aber kein Wasser. Huch. Ich sag doch, die machen übelst Aua. Zweit sind die halt schon echt nervig.
So, zwei sind die nervig, aber alleine können die nicht mehr viel. Und sich gerade verwandelt der Sack. Der zieht einen Amrita ab und dann verwandelt er sich in so einen großen. An dem Schrein brauchen wir jetzt nicht rasten. Und tschüss. Müssen gut aufpassen, ne? Gibt's bestimmt noch irgendwo ein Kodama. Bevor er sich verwandelt. Jetzt brennt er. Müssen wir ein wenig einsetzen, dass wir unsere Omnium-Magie aufleveln. Kommen wir nicht hier auf das Gebäude auch hoch? Irgendwo über einem Baum oder so bilde ich mir ein. Werden wir schon finden. Ich komme mir richtig OP vor, ey. Bis jetzt. Schnell, bevor er sich verwandelt. Kann ich hier aufmachen? Yippie, kann ich. Das ist schon wieder ein Schrein, ne? Oder? Bin am Anfang. Wo wir gestartet haben. Genau, richtig. Muck dich nicht. So. Gehen wir doch mal runter. Den hätte ich auch fällen können. So, den hätten wir auch. Das waren bestimmt noch nicht alle Kodamas. Sorry, dass ich das jetzt hier so ein paar Mal ablaufe, Leute. Aber ich bild mir ein, hier gibt es bestimmt noch welche. Ich
Ja, haben wir die ja aufgesammelt. Es geht irgendwo auf alle Fälle hoch auf dieses Gebäude. Und zwar auf dieses hier. Da ist irgendwo ein Baum, der da hochführt. Ich glaube, da ist er. Ich glaube, das ist er. Ah, und oben wird mir auch schon wieder ein Kodama angezeigt, seht ihr? Hier rechts wird mir einer angezeigt. Ist es auf der anderen Seite? Da, ne, da ist er. Haha, der ist gut versteckt, Leute. Der ist richtig gut versteckt gewesen. Nicht runterfallen. Und tschüss. Kommt gerade hoch, ne? Geil. Kommt echt hoch. Da ist aber einer motiviert. Machen wir noch einen Speed-Durchgang hier durch das Gebiet. Und dann gehen wir zum Boss. Ich glaube aber, dass wir jetzt alles haben. Dann wird hier auch nichts angezeigt. Hier geht es jetzt zum Schrein, wo wir das Gebiet begonnen hatten. Alles gecleant. Da ist noch ein Shiny. Müssen wir uns anscheinend von oben von dem Baum ausfallen lassen auf den. Yep. So müssen wir jetzt wieder. Ja, perfekt. Kann immer irgendwie wertvolles Loot drin sein, Leute. Ja, aber wir haben alles. Dann rasten wir jetzt schnell mal hier nebenan. Und dann kämpfen wir gegen den nächsten Boss, der wahrscheinlich auch nicht ganz ohne sein wird. Ich weiß schon, um wen es sich handelt. Ist, glaube ich, wasseranfällig, aber könnte ich mich auch täuschen. Und wir kriegen ein Level in Fähigkeit. Und hauen uns nochmal einzeln Magie rein. Ja, und jetzt würde ich sagen, Boss-Time. Wow! Ah, ich muss den erst wieder lernen. Mistkerl! Ach komm! Den habe ich auch schon mal besser gemacht. Naja, dann machen wir ihn eben jetzt nochmal.
Bleib bloß weg, du Sack. Dann macht er Blitz, genau. Viermal. Der Strahl. Nochmal der Strahl. Drei, vier. Wow, zieht ja viel ab. Sake wäre jetzt toll. Mann! Regeneriert sich halt sehr langsam. Eins, zwei, drei, vier. Nicht nachlaufen. Der ist eigentlich wasseranfällig, wenn ich mich nicht täusche. Viermal. Die Hälfte Hammer. Jetzt macht er auch noch Gift, der Sack. Sind wir geblitzt, das sind wir langsamer. Ich bleibe ein wenig auf Distanz. Ooh.
Das war brenzlig. Ich verzichte jetzt mal drauf. Ich warte, bis wir wieder das Blitzwerk haben. Jetzt. Jetzt hätte er uns fast vergiftet. Fast. Sei ich die beste Chance zum Angreifen für uns. Ach komm! Leute, das war so dumm von mir, ne? Ich sag's euch, da seid ihr mit Wasser echt am besten bei dem. Der ist echt nicht schwer. Komm jetzt bloß nicht hier rein. Mein Schutzgeist sitzt genau an der Stelle. Ach komm, was mache ich denn da? Okay, alle guten Dinge sind vier. Wenn du mir jetzt was abziehst, flipp ich aus. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt schnell weg. Mist. Oh, das habe ich vergessen. Ey, Leute, ne?
Das gibt's nicht. Ich werde doch jetzt gegen den Boss nicht 100 Mal verlieren. So schwer ist er doch gar nicht. Erwischt er mich immer, ey. Der mit seinem hässlichen Schwanz, ne? Schnell weg. Ach komm, ich bin da nicht durchgekommen, Leute, ne? Das ganze Level ist super abgeschlossen und dann kommt dieser Arschi. Ich weiß, halt mal. Ha! Oh, jetzt krieg ich meinen Schutzgeist nicht. Danke. Jetzt. Ich glaube, Nahkampf ist doch die bessere Methode gegen den. Lieber heilen. Da gehen wir mal lieber weg. Schnell weg. Schnell weg. Ach komm, Alter. Ich hasse dich. Aber direkt auf Nahkampf ist doch die bessere Methode. Jetzt. Ja.
4. Wäre jetzt fast wieder vorbei gewesen, Leute. Man kann leicht sein Key brechen, sehe ich gerade. Das wusste ich vorher nicht. Gleich weg, nicht zu gierig sein. Wieder unsere Chance. Das Neue ist dazugelernt. Naja, hat auch lang genug gebraucht. Haha. Die Geste haben wir jetzt bekommen. Modus wechseln. Welche waren denn das jetzt? Danke. Hier wäre noch ein Kodama. Und dann kommen wir schon zum nächsten Gebiet. Gehört zu dem Level natürlich dazu. Ja, die haben uns den Weg versperrt. Also ich habe eigentlich gedacht, wir schaffen den Boss schneller, aber naja. Geschafft ist geschafft. Könnte ich mal ein Level machen. Dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Tschüss.